One, two, three, four. Hallo Leute, heute zeige ich euch mal den Umgang mit Tabs. Tabs sind Schläge, die keine Töne haben. Die sind angeschlagen wie Katzenpfoten auf die Trommel. Und dann ergeben sich die Rhythmen da heraus, wie ihr eure Hände dann betont. Ja? Dann macht ihr dann einen Ton dann rein, betont. Ja, zum Beispiel, ich mach's mal langsam. Also wir haben Tabs, ja. Und jetzt mache ich mal mit meiner Haupthand. Vielleicht könnt ihr beginnen, damit dieses ein einfaches Grundmuster erstmal zu üben. Um erstmal reinzukommen damit, das war jetzt ja nur die Haupthand. Ich mache jetzt mal Haupthand und Nebenhand. Ja. Es ergeben sich wirklich so viele fantastische Möglichkeiten, wenn ihr mit Tabs spielt. So viele Sounds könnt ihr auf der Trommel dann durch die Betonungen hervorlocken, hervorrufen. Es macht so viel Spaß. Die Grundlage ist aber eben, dass ihr die Tabs spielen lernt. Und die, am besten ihr spielt die aus eurem Handgelenk heraus. Ja. Manchmal sogar nur mit dem hier vorne, mit diesem Winkel hier, ja. Je nachdem, an welcher Stelle ihr das auf eurer Trommel halt spielt. Ihr könnt die Tabs am Rand spielen, kommt darauf an, was ihr halt für einen Rhythmus dann spielen wollt, oder hier, auch hier oben, ja. Ich mach's mal hier oben euch vor. Wenn ihr zum Beispiel, wie ich jetzt gerade, in Bassrhythmus spielt, habt ihr da einfach eine wunderbare Sache. Ihr habt das Tab laufen, die ganze Zeit. Das ist voll toll. Also ich mache es nochmal langsam, dann beginne ich schneller mit den Tabs und werde ein bisschen frei damit rumspielen. Und damit endet dann auch das Vito. Ja. Weil ihr braucht im Grunde nur das üben, die Tabs. Und ihr beginnt mit einfachen Rhythmen, ja. Ihr versteht's, ne? Ihr sucht euch einen einfachen Rhythmus aus und legt Tabs drunter. Wie zum Beispiel der Herzrhythmus. Und der als Tab gespielt würde so klingen. Und dann noch ein paar Betonungen rein. So, okay, jetzt zum Schluss, wie gesagt, noch ein bisschen freie Spielerei von mir als Inspiration für euch. Und da wünsche ich euch viel Spaß damit. Mein Name ist Ingo Gutmann und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.
Okay, viel Spaß euch.